Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um es vorweg festzustellen, die Linke lehnt selbstverständlich jede Form der Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele vehement ab. Gewalt ist, kann und darf kein Instrument der politischen Auseinandersetzung sein. Ich bin jedoch sehr stark verwundert, dass uns gerade die sogenannte Alternative für Deutschland diesen Antrag vorlegt. Dieser Antrag macht sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, was uns in den kommenden Jahren in diesem Hause tatsächlich erwartet. Insofern müssen wir Demokratinnen und Demokraten das umtriebige Handeln von Verfassungsfeinden und Hetzern wohl oder übel ertragen. Selbstverständlich wird es in den Sachdebatten inhaltliche Dissenspunkte zwischen Koalitions- und Oppositionsfraktionen geben. Das ist auch richtig so. Allerdings möchte ich alle demokratischen Fraktionen in diesem Hause darum bitten, so auch die CDU-Fraktion, dass wir neben der üblichen Streitkultur zwischen Oppositions- und Koalitionsfraktionen immer wieder als demokratischer Block gemeinsam gegen Hass, Hetze und Rassismus auftreten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind wir unserer Demokratie und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt schuldig. Die inhaltliche Aussage dieses Antrages ist für die demokratischen Parteien im Abgeordnetenhaus eine Selbstverständlichkeit. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich bereits mehrfach dahingehend auch geäußert. Aus unserer Sicht stellt der vorliegende Antrag reiner Propaganda dar, dass sich die demokratischen Parteien in diesem Parlament von politisch motivierter Gewalt distanzieren. Das ist klar, dass wir jede Art von Gewaltanwendung aufgrund politischer Motive verurteilen, das ist auch klar. Aber was ist mit der AfD? Hat die sogenannte Alternative für Deutschland tatsächlich ein so reines Verhältnis zu politischer Gewalt? Auf dem Papier steht alles so schön aus. Da distanziert sich die AfD von Gewalt und meint, damit wäre es getan. Doch politischer Gewalt entsteht nicht erst dort, wo Menschen mit Molotow-Cocktails auf Flüchtlingsheime losgehen und Häuser in Brand setzen. Gewalt entsteht nicht erst dort, wo Menschen in der S-Bahn aufgrund ihrer Sprache, ihres Aussehens oder ihres Dialektes angepöbelt, bespuckt oder mit Urin beschmutzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Tasch, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Weiß zu? Nein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewalt beginnt schon bei der Sprache und bei der Wortwahl. Gemeinsam mit Ihren Partnerorganisationen, die Neurechte Alternative für Deutschland, die Stimmung im ganzen Land vergiftet und mit Hassparolen eine regelrechte Hetzjagd auf Menschen mit Migrationsgeschichte und Musliminnen und Muslime gestartet. Wenn die Strategen ihrer Partei vorschlagen, Flüchtlinge an den Grenzen abzuschießen und Tag für Tag eine Invasion der Muslime herbeireden, dann können sich Herr Podsalski so oft wie Sie wollen von politisch motivierter Kriminalität auf dem Papier distanzieren. Es bleibt ein vergebliches Bemühen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und es sind ja auch nicht nur die Gaulands, die Höckes oder die von Storchs, die sich auf Hetzjagd gegen Muslime und Migranten befinden. Die AfD ist der parlamentarische Arm aller rechtsorientierten und rechtsextremen Kräfte in Deutschland. Die personellen Überschneidungen mit ehemaligen Pro-Deutschland- und NPD-Politikern sind doch nur die Spitze des Eisbergs. Ich nenne Ihnen auch gleich Beispiele.
Dabei möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich bin lauter als Sie. Die AfD hat ein riesiges Potenzial, eine offene und freundliche Willkommenspolitik zu gestalten. Das hat sie in der Vergangenheit immer dann zum Ausdruck gebracht. Es gibt Zwischenfragen von Herrn Patzdorf. Nein, lasse ich nicht. Das ist was anderes, dann kommen Sie bitte nach vorne und melden Sie es an. Immer dann zum Ausdruck gebracht, wenn es darum ging, Mitglieder obskurer rechter gewalttätiger Organisationen aufzunehmen. Dass gerade jene Partei sich nun hier hinstellt und mit dem Finger auf andere zeigen möchte, bewerte ich als Ironie des Schicksals. Eine Partei, die mit, jetzt kommen die Beispiele, eine Partei, die mit Karl Nersheimer, einen German Defense League Veteranen in Lichtenberg aufgestellt hat. Und heute noch immer zu der Personalie Nicolas Seifert steht, der kürzlich übrigens einen Reporter des CDF attackierte. Herr Tasch, es gibt Zwischenfragen von Herrn Schindt. Lassen Sie das zu? Nein, lasse ich nicht. Keine Zwischenfragen. Keine Zwischenfragen. Sollte sich mit Aussagen zu politisch motivierten Gewalt ganz zurückhalten, sehr geehrte Damen und Herren. Mit diesem Antrag, Herr Podzaski, haben Sie sich heute bis auf die Knochen blamiert aus meiner Sicht. Sie zeigen damit noch einmal, dass Sie und Ihre Partei lediglich daran interessiert sind, den parlamentarischen Betrieb in diesem Hause aufzumischen. Sie haben lediglich ein Interesse daran, die Gesellschaft weiter zu spalten und hoffen von einer vergifteten Grundstimmung zu profitieren. Ihr politischer Kapital, liebe Kolleginnen und Kollegen, fußt lediglich, vielleicht können Sie noch zuhören, können noch ein bisschen was dazu lernen. Ihr politisches Kapital fußt lediglich auf reinem Hass gegenüber Muslimen, Homosexuellen und Migranten. Sie machen den Rassismus in Deutschland nach 70 Jahren wieder salonfähig. Insofern sind Sie die Ersten in diesem Hause, die sich von politisch motivierter Gewalttat distanzieren müssen. Für uns demokratischen Parteien im Abgeordnetenhaus in Berlin gilt, was ich eingangs erwähnt habe. Wir müssen deutlich machen, dass wir unsere Demokratie vor der angeblichen Alternative schützen werden. Wir lassen uns nicht von Demokratiefeinden instrumentalisieren. Herzlichen Dank.